Und damit willkommen zurück zu Wreckfest. Wir waren ja hier stehen geblieben. Wir machen jetzt mal noch die Demolition Racing und den Rest ist ja noch alles gesperrt. Bleibt ja nur noch das erstmal. Und Matt Digger habe ich mir mal zwischendrin geleistet. Den nehmen wir jetzt einfach mal. So, Klasse Mann. Müsste mal eigentlich alles passen. Ne? Okay. Werkstatt kann man nochmal gehen. Tune. Ach komm, lass mal so. Ist egal, lass mal so. Ich hoffe, die Qualität passt jetzt ein bisschen besser. Hoffe ich einfach mal. Und ich lade. Updating Cars. Crash Canyon Hauptstrecke. Na? Okay. Mach die wieder. Da haben wir ja schon mal glücklich versagt. So, Hilfen. Was für Hilfen? Wieso kommt denn das? Schwierigkeit. Hab ich gesehen, gibt es sogar noch einen runder Neuling. Ja. Wir lassen es einfach mal so, wie es ist. So, tunen. Jetzt kommt doch ein bisschen Gegenlenk wieder. Ja. Jeep ist auch nicht so schwerfälliger wie die wir vorher haben. Da kann man die Leute schön wegdrücken. Schiff. Und die drei auch weg. Okay, wir sind nicht der Erste geworden. Fortsetzen. Dritter, okay. Naja, gut, besser wie nix, ne? So, Halbfinale, Event vorbei. Größe 24, was das drei Gegner rausfliehen. Aber hier steht jetzt nicht, welche Platzierung wir machen müssen.
Okay, hier machen wir einen ersten, so wie es aussieht. Das war ein Fehler. Ich habe gedacht, ich komme da schneller rum, weil man da. Okay, Bremsflüssigkeit leckt. Aber klar, die anderen fahren ja da alle entgegen. Entgegensetzt. Okay, haben wir es geschafft, oder? Ja, zum Finale. Schwur. Ganz gut aus. Hab dann mal geschafft. Runde.
Jo. Oh, neue Schütze, Eingangs für Rockets. Okay. 15.000 Erfahrung. Nicht schlecht. Ich hätte jetzt gerne mal gewusst, was es an Kohle so gab. Das ist ja abgeschlossen. Oh, hier haben wir das nächste frei. Stand Dirt. Ist wieder Rasenmäher. Banger Derby. Racing Series. Machen wir das Derby, komm. Derby. Ist nicht zugelassen. Und dann hätten wir noch den. Okay. Gucken wir mal Upgrades. Panzerung. Ja, so ein Rambock ist was, das ist was Feines, so hinten, haben wir sowas, was haben wir noch, das hier, ja. So, dann nochmal. Kilo extra. Okay. Das sieht ein bisschen komisch aus. Bauen wir trotzdem rein. Dann haben wir Seitenprotektoren. Ja. Stahlträger. Was haben wir hier? 7,3. Ja klar, müssen wir ja wohl Stahlträger nehmen. Gibt nichts Besseres. So, und dann haben wir noch Frontding. 7,8. Das ist wahrscheinlich Schutzgitter, schwere A-Säule. Naja, dann machen wir schwere A-Säule. Jawohl. So, und dann hätten wir alles drin. Fahrzeugschaden realistisch. Alles klar. Dann mal rein ins Getümmel. Ladi, 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 ho. Ja, das Laden könnte ein bisschen kürzer sein, finde ich. Aber gut, da kommen ja immer wieder neue Patches und Fixes raus. Vielleicht kriegen sie das mit dem Laden auch noch ein bisschen im Griff. Dass man da ein bisschen schneller laden kann. Jetzt. Fifield Mud Pit. Demolierungsarena. Sehe ich das richtig? Wir haben den einzigen Geländewagen hier. Schon ausgeschieden, Racket.
Okay, fortsetzen. Heißt das, wir haben jetzt nicht bestanden? Du hast das ja abgeschlossen, okay. Position 4, Sterne erreicht, totale Punkte. Okay. Das ging jetzt schnell. Dann haben wir wieder Rasenmäher. Ich glaube, das machen wir zum Schluss. Wir machen erstmal das da. Jo. Mit Mattiger. Mattiger. Klassenrekorde C. Persönliche Bestleistung. Keine. Ja. Welt auch keine. Da hat noch keiner Weltklasse-Rekord aufgestellt anscheinend. Und Freunde, jo. Auch noch keiner was gefahren. Obwohl es ja mehrere haben, ne? Fincross Secret, Hauptstrecke. Dann legen wir direkt los. Okay, das sind 6 da, das sind so Gummi. Okay, Fünfter. Fünfter oder so? Vierter. Ja, wenigstens was, ne? Ja, mit so einem Mattiger. Guck mal, die anderen haben schon 139. Wir sind bei 108. Ja, und dann haben wir so einen Jeep. Schwerfällig. Ja, kann man nicht viel reißen. Aber wir sind halt gut im Abdrücken. Okay, nächste Strecke anscheinend. Firewood Motors Center. Kurze Strecke. So, ich bin gleich wieder da während des Lied. Wir sehen uns dann gleich wieder, hören uns gleich wieder. Oh, schon fertig geladen, alles klar. Gehen wir direkt an den Start. Mit durch.
haut hier vorne ab. Ah, der Jeep, der hat schon Gewicht, oh. Hier, der heizt uns voraus. Jetzt müssen wir noch aber treffen. Ja, und tschüss. Jawohl, schön gekickt in der letzten Runde. So muss das sein. Ja, aber das ist selten der Fall, dass man echt mit dem Ding so aufholen kann. Guck mal an hier, die haben 139 jeweils. Wir hängen hier immer noch rum. Oh, neue Bauteile. Racing-Nockenwelle. Hm. Finde ich gut. Ach so, da oben steht's ja. Wir haben jetzt 3 von 4 geschafft. Und dann, nee, jetzt haben wir 3 von 4 und dann kommt 4 von 4. Pin Hills Raceway. Okay. Ich bin mal gespannt, wie sich das verhält mit dem Mod-Dingsbums von Steam. Man da einfach Autos reinmachen kann und die auch im Multiplayer zum Beispiel spielen kann. Das wär interessant noch. Müsste ich auch mal testen bei Gelegenheit. Achso, übrigens, wer den Livestream angeguckt hat, hat nichts verpasst bei Twitch bzw. YouTube. Weil wir sind ja doch, der eine oder andere wird jetzt fragen, hä, wir sind aber jetzt schon so ein höheres Level, weil die haben ja ein bisschen online gespielt. Auch einfach mal zu zeigen, aber das will ich nicht unbedingt hier in den Let's Play rein. Es hat viel Nerven gekostet zum Teil, wenn man dann Leute dabei hat. Es ist auch Gaudi, ne? Aber es kostet dann echt Nerven, wenn du so ein Racing-Ding hast und dann kommen 2 in den Bus. Und die lassen dich absolut nicht vorbei. Ist ja klar, man hat ja einen Bus, ne? Ja, oder die fahren mit dem Bus in entgegengesetzte Richtung oder mit dem Rasen, ne? Und solche Sachen. Ja, ist auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite doch ein bisschen nervend. Naja, deswegen, also dazu haben wir ja einen Livestream gemacht. Und ich glaube, dass man das so im Let's Play jetzt mal nicht so anbremsen rum. Ich glaube, im Let's Play bleibt mal in der Story drin. Vielleicht machen wir dazu ein extra mal. Im Stream ist halt immer so blöd, die Qualität, ja. Kannst halt nicht den 4K angucken, aber ich glaube 720p sollten auch reichen. Stabil 720p, wenigstens richtig flüssig und so. Ja. So, letzte Runde. Okay. Komm schon. Boah, ballert mir auch klar nochmal rein. Den hat's aber weggedreht jetzt.
Oi, aufpassen. Fortsetzen. Ja, neuer Vergaser, finde ich immer gut. Für einen Matt, Digga. Aber irgendwie steht hier gar nicht Geld, wie viel wir Kohle kriegen. Erfahrung, ja, super. Und Kohle? Letztes Rennen, alles klar. Wo sind wir da? Rosenheim Raceway. Das ist übrigens wieder ein Festle, ne? In Rosenheim. Könnt ihr hingehen? Ja gut, die Frage ist natürlich, wann ihr das Video seht, beziehungsweise wann ich es auch schaffe hochzuladen. Aber es ist nur mal so nebenbei. Ne? Rosenheim, Fest. Viel zu lange mit dem hier hinten auf, ich muss hier schneller vor. So, man kann auch da lang. Tschüss. Ja, jetzt schön geschabelt. Wo sind wir jetzt? 4. Das ist da 4, das ist 3, 2. Ach, die 1 fährt da vorne. Wunderschön. Nicht so sehr driften. Ja. Bleiben erstmal und versuchen den irgendwie noch zu versehen. Nein, komm schon. Die kommt kurz nämlich ab. Ah. Ja gut, er hat natürlich die Gunst der Stunde genutzt und hat gesagt, ja, jetzt steht zwei Streiten, dann freut sich der Dritte. Ich brauche es mal eine Beruhigungspause hier, bitte. Wagen verfolgen, ja, können wir ruhig mich machen hier, so. Wobei, warte mal, wir hatten da rote. Wir machen mal, ach, das sieht man jetzt hier nicht, ne? Play. Ich glaube, der da war das. Den hatten wir jetzt gewonnen. Das ist der Grüne. Da, der, der links.
Ja, da. Ach, da war die ganze Zeit in uns. Die Spur war gut. Ja, habe ich jetzt gerade versucht zu durchschieben. Ach, da hat er abgekürzt. Und dann hat er natürlich wunderbar Plätze gut machen können. Na klar, wir haben an der Stelle eine Menge Zeit easy gemacht, wo sie halt runterbremsen müssen. Und die Kurve, und dann noch die geschmeidige oben. Und vielleicht auch da lang fahren können. Hätten wir ein bisschen mehr Zeit für. Ne? Und da hat er auch in der letzten Runde, da hat er seine Chance gewittert und genutzt. Okay. Ja, so schnell geht's. So hat er gewonnen. Aber gar nicht so viel Unterschied. Ja, fast eine Sekunde, okay. Neuer Lifter, Racing Lifter. Und Level Up. Racing Pistons. Racing Fuel System. Aber es ist noch ein bisschen denglisch, finde ich. Also, man könnte das ruhig noch ein bisschen verdeutschen. Oder halt alles englisch lassen. Ne? Dann kommt ja auch mit jeder klar. Sprachausgabe ist ja hier eh nicht vorhanden. So, dann haben wir auch dort den Platz 1. Cool. Coole Sache. Haben wir jetzt wieder was Neues, außer das Rasenmäher da. Kopf an Kopf rennen. Okay, das würde ich auch sagen. Machen wir dann in der nächsten Folge. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich wieder, denke ich. Ciao, ciao.